In diesem Video tauschen wir einen defekten Hochschrank-Einbau-Wassererwärmer aus. Der Boiler wurde längere Zeit nicht richtig entkalkt und er wurde an mehreren Stellen undicht, weil er durchgerostet ist. So hat es hier nämlich im Inneren ausgesehen und du kannst dir vorstellen, dass auch die Wasserqualität so darunter leiden kann. Du wirst überrascht sein, wie einfach so ein Austausch vonstatten geht. Zuerst schalten wir alle Sicherungen aus und stellen den Tag-Nacht-Schalter auf 0. Dann wird die Wasserzufuhr zum Boiler abgestellt. Hier hinten siehst du das Entleerventil, das in den Ablauftrichter ragt. Direkt daneben ist das Boiler-Sicherheitsventil. Dies lässt den Überdruck ab, der im Leitungsnetz entsteht beim Aufheizen des Wassers. Damit ich den Schlauch überhaupt am Entleerventil montieren kann, muss ich zuerst den Ablauftrichter entfernen. Wenn der Schlauch am Entleerventil angeschlossen ist, verbinde ich ihn mit der Pumpe. An dieser montiere ich noch den Schlauch, der dann in den Waschtrog in der Küche kommt. Dann wird das Entleerventil geöffnet und die Pumpe eingeschaltet. Ganz wichtig ist noch, die Küchenarmatur zu öffnen, sonst gibt es einen Unterdruck im Leitungsnetz. Das Entleeren des kompletten Boilers dauert einen Moment. In der Zwischenzeit öffne ich bereits die Serviceflanschabdeckung. Zum Schutz meiner zarten Händchen montiere ich ein paar Latexhandschuhe. Dann messe ich mit dem Strommessgerät, ob auch wirklich kein Saft mehr auf den Stromanschlüssen ist. In der Zwischenzeit ist der Boiler leer und ich sauge mit dem Wassersauger noch den Rest aus dem Entleerventil. Die Stromanschlüsse können jetzt entfernt werden und das Kabel wird aus der Führung gezogen. Zur zusätzlichen Sicherheit klebe ich die Kabel noch ab. Damit der Boiler ohne Schaden aus dem Schrank gehoben werden kann, entferne ich zuerst noch die Schranktür und die Scharniere. Dann löse ich die Wasseranschlüsse des Boilers mit einer Armaturenzange an und entferne diese dann von Hand. Hier tritt nochmals ein Teil des Wassers aus, weswegen ich den Wassersauger im Einsatz habe. Die Anschlüsse werden verzapft, damit kein Wasser in der Wohnung austritt und dann geht's auch schon ans Entfernen des Boilers. Wenn der Speicher leer ist und man zu zweit ist, geht das ganz leicht. Abonniere doch gerne diesen Kanal, falls dir das Video bis jetzt gefallen hat. Das hilft unserem Kanal nämlich enorm weiter zu wachsen und weitere Videos für dich zu produzieren. In den Kommentaren kannst du mir noch ein Feedback geben, was für Arbeiten oder Fragen dich noch interessieren würden zum Thema Boiler. Wenn der neue Boiler positioniert ist, kann ich die Übergänge für die Wasseranschlüsse vorbereiten. Dazu raue ich die Anschlüsse an und hanfe diese dann ein. Eine Portion Gewindedichtungspaste gehört auch noch drauf. Jetzt werden zwei flachdichtende Überschnitte in der Dimension 3/4 Zoll Innengewinde auf 1 Zoll Außengewinde mit der Armaturenzange montiert. Dann schnappe ich mir zwei neue 1 Zoll Dichtungen aus Klingerit. Diese setze ich in die Edelstahlwellrohre und ziehe dann die Verschraubungen wieder an. Es ist sehr wichtig, dass man Übergänge aus Messing verwendet und nicht aus verzinktem Eisen. Verzinktes Eisen würde in Verbindung mit Edelstahl sehr schnell zu rosten beginnen. Wenn die beiden Anschlüsse satt angezogen sind, entferne ich den Perlator bei der Küchenarmatur, damit beim Entlüften und Durchspülen kein Dreck hängen bleibt. Dann öffne ich langsam das Warmwasserventil und du hörst schon, wie sich der Boiler zu füllen beginnt. Wenn der Speicher voll ist, spüle ich noch ein paar Minuten durch. Der Ablauftrichter muss wieder montiert werden, da immer mal wieder Wasser aus dem Sicherheitsventil austritt beim Aufheizen des Boilers. Im gleichen Zug überprüfe ich noch, ob das Sicherheitsventil überhaupt noch richtig öffnet und schließt. Falls dies nämlich defekt wäre, würden wir das auch noch austauschen. Die Montage ist hier noch nicht ganz abgeschlossen. Der Stromer kommt nämlich auch noch gleich vorbei und schließt den Boiler fachgerecht an. Die Flanschabdeckung des neuen Boilers wird entfernt. Dahinter befinden sich alle Kabel und das Schema, das direkt auf den Flansch aufgeklebt wird. Wenn dies erledigt ist, wird das ganze Heizelement entsprechend dem korrekten Schema verkabelt. Der Elektriker macht das hier wie ein Profi. Jetzt wird das Kabel durch die Führung in den Flansch eingezogen. Die Anschlüsse werden entsprechend verkabelt und dann werden die Sicherungen und der Tagschalter eingeschaltet. Zum Schluss muss die Elektroinstallation noch überprüft werden. Es ist nämlich wichtig, dass die Sicherung bei einem Problem auch ausschalten würde.